Uahaha. Es wird schaurig in der Hansestadt Wismar. Am 8. September wurde die Soko-Wismar-Folge Kampf der Vampire als Premiere im Marienkino Wismar gezeigt. Bei der Premiere darf natürlich auch der Kultvampir Nosferatu nicht fehlen. Die Großpuppe ist Teil der Nosferatu-Tour. Für die Filmvorführung konnten sich Fans vorab Tickets kaufen. 30 zahlende Gäste waren vor Ort. Das Besondere, bei der Premiere waren die Hauptdarsteller von Soko Wismar vor Ort. Fans der Serie bekamen erstmals die Möglichkeit, Bilder mit ihren Idolen zu machen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das freut die Schauspielerin Nike Fuhrmann. Sie spielt die Kommissarin Caroline Joost. Für sie ist es das erste Mal, ihre Fans und Zuschauer live zu treffen. Das ist ja immer so, wenn wir in Wismar drehen, dass dann erfahrungsgemäß sich etwas Publikum ansammelt und wir uns zurückhalten müssen, jetzt nicht für die große Bühne zu spielen, sondern weiterhin für die Kamera. Und das ist natürlich für uns ganz zauberhaft, mal unser Publikum kennenzulernen. Weil die sehen uns jede Woche, aber wir sehen ja selten zurück. In dieser Folge jagt aber nicht sie die Mörder, sondern der Vampir folgt ihr durch die Stadt. Klingt aufregend und außergewöhnlich. Die Idee hatte Autor Marek Helsner. Er schreibt seit 10 Jahren für die Soko Wismar. Mit Kampf der Vampire ist es seine 23. Folge. Bei der Folge war es ganz speziell, weil da habe ich wirklich mal speziell geguckt, was hat explizit mit Wismar zu tun. Also es ist immer schön, wenn man die Geschichten auch an die Stadt anbinden kann. Da war tatsächlich diese Eingebung Nosferatu, Jubiläum, 100 Jahre Stummfilmklassiker. Und so nahmen die Dinge dann ihren Lauf. Worum es also in Kampf der Vampire geht, verraten wir an dieser Stelle nicht und lassen die Zuschauer in Ruhe oder sagen wir besser mit Schaudern zuschauen. Am 21. September läuft Kampf der Vampire im deutschen Fernsehen.